Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier beim Eggerhof, beim Thomas, und der wird uns seinen Betrieb zeigen. Und das Schöne ist, der kommt quasi von meiner Heimat, weil der, also darüber haben wir ihn kennengelernt, weil der hat nämlich bei Bekannten von uns einen Holzrückekurs gemacht. Das ist richtig, ne? Ja, genau. Ich freue mich, dass wir jetzt mal den Betrieb vorstellen können. Also ganz spannend, er hat schon super viel erzählt, bleibt dran. Also die Schafe haben wir vor allem zur Landschaftspflege, aber auch für Lammfleisch. Und das ist eine alte Rasse, das ist für ein Nösser Brillenschaf, also dadurch machen wir auch Rassenerhaltung. Da gibt es eben den schwarzen Schlag und den klassischen mit Ohren und Brillen. Super schick. Jetzt sind eben viele kleine Lämmer und die Mütter sind dann immer sehr aufgeregt. Also beim Villeneuver Brillenschaf ist dann klassisch die Augenzeichnung, also die Brille und die Ohren. Ja. Jetzt muss ich das nur weitergeben, sonst wird die Mutter verrückt. Okay. Komm weiter. Das später. Komm. Auf der Alm sind verschiedene Widder. Und das ist jetzt vom Jura-Schaf sozusagen beschlagen worden. Und das ist jetzt witzigerweise einfach ganz schwarz und sieht aus wie ein Juralamm. Nur ein bisschen mit längeren Ohren. Aber die ist dann nicht zur Zucht geeignet, ne? Genau, also die werden dann mit 5 Monaten werden die dann geschlachtet. Ja. Und als Lammfleisch vermarktet an Gastronomiebetriebe, für uns privat und ganz unterschiedlich. Wo gehen wir jetzt hin mit denen? Das ist jetzt eine Wiese vom Nachbarn und die darf ich jetzt beweiden, weil er den letzten Schnitt nicht mehr gemacht hat und das auch nicht mehr mit den Kühen beweidet, weil es von der Jahreszeit einfach problematisch ist, weil die zu schwer werden. Genau, und die Wiese wird jetzt abgeweidet und ist dann gut für den Boden. Und also sind die jetzt auch im Weinberg oder nur davor? Normalerweise, also wir machen sie auch im Weinberg bei uns, aber nur in ausgewählten, wo es nicht zu steil ist, weil wir noch nicht so ein System gefunden haben, dass sie nicht die Böschung unserer Weinberg ist alles terrassiert. Das kann ich dir später dann zeigen, ist die nicht alles. Also die Steine dann in die Fahrgasse, ja, und das Material, dass es dann irgendwann zu schief wird, wenn du mit Sprühgerät durchfährst, dass das nicht überkippt. Ja. Aber ist das, sind die Schafe denn dein Hobby? Oder? Das ist ein 3-Generationen-Projekt. Okay. Also mein Großvater, ja, vor dem ist das Schaf leider dieses Jahr auf der Alm verstorben. Also er hatte ein eigenes Schaf? Ja, genau. Ja, okay. Und mein Vater hat welche und ich habe welche. Und das ist dann immer. Ja, das ist also familiäres Hobby, ja? Genau. Die kosten auch teilweise strikt getrennt. Also hat der Opa einen Verlust gemacht. Ja, genau. Genau, und die ist eben gestorben, die hatte 2 Lämmer, die haben wir dann mit der Flasche großgezogen. Und genau. Also im Sommer leben die aber auf der Alm, ja? Genau, also das ist für uns auch praktisch, weil in der Vegetationsperiode du eigentlich wenig Arbeit hast, weil die dann auf der Alm sind. Da zahlen wir einen Beitrag pro Schaf, 12 Euro pro Schaf. Und du hast eigentlich keine Arbeit. Wir können die Flächen für die Heuwerbung benutzen, weil wir jetzt nicht so viel Grünfläche zur Verfügung haben, um die den Winter durchzufüttern. Also, und die Alm wird vor allem offen gehalten. Wir hatten letztes Jahr auch Probleme, oder generell in Südtirol jetzt ein bisschen Probleme auch mit Wolf, ja, okay, mit Wolfsrissen, auch auf den Almen. Und das ist ziemlich problematisch, weil eigentlich die Schafe in der Hochalm leben im Sommer und die auch durch den Klimawandel, durch die wachsenden Temperaturen, die Latschenkiefer, also die Gehölze, immer weiter nach oben gehen, ja, und die Schafe die nicht mehr frei halten, wenn viele Bauern aufhören und es weniger Tiere gibt durch Wolfsrisse. Wir hatten dieses Jahr auf dem
auf einer Alm, wo auch Herdenschutz betrieben wird. Die werden die Nacht eingezäunt, aber es ist auch bei Tag, dass der Wolf dann Tiere mitnimmt. Das ist auch nachweislich bestätigt worden, dass das ein Wolf war. Und eine, die noch da lag, und viele sind auch verschwunden. Und das ist auch sehr eine politische und gesellschaftliche Diskussion, gerade in Südtirol, wie das mit dem Großlaub ist, wie es mit dem Wolf weitergeht. Oder? Genau, also dadurch, dass er einfach noch sehr geschützt ist in Europa und eigentlich nicht abgeschossen werden darf. Und für mich ist der Wolf einfach ein super intelligentes Tier. Für mich steht auch nicht außer Frage, dass er komplett verschwinden muss. Das bin ich auch nicht der Meinung. Aber wir müssen einen Weg finden, wie wir einfach gegenseitig Respekt wiederfinden zwischen Wolf und Mensch. Und der Wolf ist, wie gesagt, sehr ein super intelligentes Tier. Und wie wir gerade Herdenschutz betreiben, wird eigentlich nur der Wolf trainiert in seiner Barrierenüberwindung. Okay. Sie hatten anfangs horizontale Litzen. Da hat der Wolf beobachtet, wie die Herdenschutzhunde da durchgesprungen sind. Und der hat das dann abgeschaut, und der Wolf lernt über Beobachten, und das ist seine Stärke. Ja. Und der hat ja enorm viel Zeit zu beobachten und lernt eigentlich vom Menschen als auch von den Hunden. Und als sie in die Nacht eingezäunt haben, dann ist er bei Tag, bei Schlechtwetter gekommen. Und also ihr habt jetzt Schutzzäune plus Herdenschutzhunde? Also Hunde sind zurzeit noch nicht eingesetzt worden. Also der Hirte hat, also ist auch ein Hirte da. Ja. Und das ist auch das Problem. Die Schafe werfen ja jetzt finanziell nicht die Masse ab, dass man auch einen Hirten einfach fair bezahlen kann für die Arbeit, für den Mehraufwand. Ja. Und da sehe ich das Problem. Erstens die Verfügbarkeit der Menschen, die das machen wollen, weil du musst 3 Monate lang auf der Alm allein leben. Da muss es Wege gefunden werden, das Problem zu lösen. Und auch finanziell. Also wenn die Gesellschaft sagt, wir wollen in einer Natur leben, wo Wolf und Bär auch da sind oder in einer größeren Zahl da sind, dann müssen sie auch bereit sein, finanziell über Steuergeld oder so weiter. Wie, weiß ich auch nicht. Ja. Aber es müssen Wege gefunden werden, wo alles Platz hat. Also dass es wirtschaftlich für den Bauern ist, für den Hirten, ne, dass der Wolf leben kann. Genau. Und wir müssen dem Wolf einfach wieder zeigen, wo die Grenzen sind. Also um in einer gewissen Art und Weise auch nachhaltige Landwirtschaft zu machen können. Weil im Grunde Schafe sind in der konventionellen Landwirtschaft eigentlich eh nicht relevant. Von der Anzahl. Von der Anzahl und auch von der Wirtschaftlichkeit. Also für uns ist das eh nur ein Hobby. Also es trägt sich, ja. Und es ist eine Rassenerhaltung, mir ist das auch wichtig. Ich will sie auch einsetzen, mir ist das Tier am Betrieb auch sehr wichtig. Aber es ist in den letzten Jahren nicht ganz einfach geworden. Also rein an Füllnösser Brillenschafen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz die Anzahl, aber da gibt es nur um 600. Insgesamt? Von den schwarzen Schlag gibt es nicht mal 200 Stück. Ja. Und wenn da ein Zuchtwitter wegfällt, das ist problematisch für die Population. Okay, aber dann müssten vielleicht solche Rassen nochmal gesondert gefördert werden mit irgendwelchen... Ja, also ich bin da auch... Macht im Prinzip einen Arterhalt oder Rasseerhalt. Genau, also ja? Wir bekommen da auch eine EU-Subvention, aber ich bin halt nicht so ein Freund von diesen Subventionen, aber das ist eine andere Diskussion. Ja, aber vor allem ist meiner Meinung nach schon wichtig, dass wir einen Weg finden, wo beide Parteien einfach wieder mitreden dürfen und wir nicht nur die Bösen sind, die den armen Wolf weghaben wollen. So. Ja, was aber nicht stimmt, habe ich jetzt ja so rausgehört. Also. Genau, ja. Magst du mir nochmal die Geschichte erzählen mit dem Brillenschaf? Also wir hatten die Schafe auf der Alm und die hat 2 Lämmer bekommen, hatte aber Probleme mit dem Euter. Da war eine Entzündung, also wir wissen es auch nicht genau, weil auf der Alm ist nicht, dass jeden Tag immer jemand kontrollieren kann. Und die Lämmer sind dann leider verstorben, weil sie nicht geschafft haben, ans Euter zu gelangen. Und nach 3 Tagen hat er sie dann in den Stall gebracht, der Hirte. Und nach 3 Tagen ist dann noch ein Lamm auf die Weide gekommen.
Die hatte wahrscheinlich zwei Gebärmuttersäcke, die lang voneinander irgendwie getrennt sind. Und die Mutter ist dann leider verstorben und die mussten wir dann von der Alm das Lamm dann abholen. Das haben wir dann runtergetragen im Rucksack. Im Rucksack. Haben das dann mit der Flasche großgezogen und die steht jetzt hier. Am Fadi? Genau. Eben, bei den weiblichen Tieren funktioniert das recht gut, bei den männlichen ist es schwierig, weil die werden dann etwas gefährlich, wenn die dann anfangen, dich da rumzustoßen. Und bei den weiblichen, die kann man relativ gut dann wieder in die Herde integrieren. Ja. Also kommt das schon mal öfter vor, dass ihr Flaschen auf Zuchten habt? Ja, wir haben ein Muttertier, das hat immer zwei Lämmer, aber die nimmt immer nur eins an. Und die sagen, Gott, glücklicherweise hatte sie nur eins, dann müssen wir das nicht machen. Aber mein Vater ist dann immer der, dann um 4 Uhr morgens oder dann immer aufsteht und die tränkt. Ja, Thomas, also ich bin kein Fachmann, aber ich würde sagen, das ist ein Weinberg. Genau. Kannst du uns was erzählen? Also wir stehen hier in einem der ältesten Weinberge bei uns am Hof. Das ist noch ein Teil dieses Weinbergs, den anderen haben wir letztes Jahr gerodet. Und da habe ich die Market Garden Fläche gemacht, aber davon hört ihr wahrscheinlich später mehr. Also der ist jetzt um die 25 Jahre alt, das ist die Sorte Sauvignon Blanc. Mein Vater war da ein bisschen Pionier hier im Eisacktal mit dieser Sorte, weil es eigentlich eine Sorte, die sehr wärmeliebend ist und die Aromen sich erst bilden, wenn sie genug Wärme, genug Sonneneinstrahlung hat. Aber das Projekt hat super funktioniert und ist auch jetzt in unserer Gegend eine der Sorten, die sehr gut funktioniert und auch immer mehr gepflanzt wird. Ist auch eine sehr bekannte Sorte. Wir sind hier in einem Guyot-System, auch Spaliererziehung genannt. Das ist, wenn die Reben sozusagen senkrecht stehen. Im Grunde ein Erziehungssystem, um die Rebe einfach in eine Form zu bringen, wo man sie gut bewirtschaften kann. Genau. Sonst haben wir noch am Hof also eigentlich nur Weißweinsorten, die wir verkaufen. Gewürztraminer, eben Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weißburgunder, genau. Und flächenmäßig sind wir da ungefähr gerade bei 2 Hektar. Und für mich ist der Weinbau ein Wirtschaftszweig am Betrieb, den ich in Zukunft noch ein bisschen mehr ausbauen möchte. Wir haben auch noch Obstbau, ungefähr 1 Hektar. Den ich gerne in Zukunft in eher wahrscheinlich im Weinbau umwandeln möchte. Genau, den bewirtschaftet eigentlich hauptsächlich mein Vater, also die Arbeiten unter mir macht er. Und Weinbau teilen wir uns ein bisschen und Marke Garden ist dann sozusagen nur mein Projekt. Also du bist ja hier aufgewachsen, erzähl vielleicht mal so ein bisschen. Okay, also ich bin 25 Jahre alt, bin hier am Betrieb aufgewachsen, also wir leben auch direkt hier im Betrieb, wir haben die Flächen rund um unser Wohngebäude, rund um die Hofstelle. Das ist auch sehr angenehm zum Bewirtschaften. Ich bin jetzt die 3. Generation oder die 4., die jetzt aktiv hier am Betrieb arbeitet. Denn den Hof hat mein Urgroßvater gekauft, mein Großvater übernommen und meine Mutter sozusagen ist hier auch am Betrieb groß geworden und hat den mit meinem Vater im Jahr 2000 übernommen. Er ist eigentlich durch die Geschichte Südtirols überdauert. Also ein sehr alter Hof. Ich kenne jetzt nicht genaue Zahlen, aber das alte Wohnhaus am Hof ist sicher über 200 Jahre alt. Und die Landschaft hier war geprägt eigentlich immer von einer Mischform aus Weinbau, Grünland, Ackerbau. Also im Grunde ein Selbstversorgerhof. War das so, wie ihn mein Opa eigentlich übernommen hat. Mit Obst, Zwetschgenstreuobstbäumen, Apfelstreuobstbäumen, eben Getreide, vor allem Weizen. Erzählt mein Opa immer, sehr gut funktioniert hier im Betrieb. Und eben Weinbau war immer so ein Nebenerwerb. Ich habe den Hof letztes Jahr im Mai 2022 übernommen von meinen Eltern. Mein Vater hat ihn eigentlich in den letzten Jahren zu seiner wirtschaftlichen Blüte geführt, würde ich sagen. Er hat die Anlagen, sei es Obstbau als Weinbau, auf ein Level gebracht, wo der Betrieb einfach ökonomisch gut funktioniert.
und hat mir jetzt die Möglichkeit gegeben, ein bisschen weiter zu denken und den Betrieb in eine Richtung weiterzuentwickeln, wo er auch ökologisch funktioniert und wo wir auch ein bisschen was von diesem Ökonomischen auch ins Ökologische mit reinnehmen können. Und das war mir sehr wichtig. Aber nochmal zum Betonen, ich habe das auch mit immer mal Leuten diskutiert, die am Betrieb kommen. Ich glaube schon, dass es vielleicht auch diese Zeit meines Vaters mit dieser konventionellen Landwirtschaft gebraucht hat, um mir jetzt die Möglichkeit dafür zu geben, auch finanziell, weil man ist ja finanziell immer vom Betrieb auch abhängig, das finde ich auch wichtig. Deshalb bin ich auch überzeugt von der regenerativen Landwirtschaft, weil sie eben das Ökonomische und das Ökologische vereint und alles mit reinnimmt. Und das finde ich sehr inspirierend und hat mich auf den Weg gebracht, in diese Richtung auch zu arbeiten. Ich habe die landwirtschaftliche Oberschule besucht. Und mit 18, 19 habe ich überlegt, was ich mache, ob ich mich für ein Weinbaustudium oder für ein Kellerwirtschaftsstudium entscheide. Habe mich dann für was ganz anderes entschieden und habe 5 Jahre lang Musik studiert. Und ja, cool. Habe dann Horn, also das Instrument Horn, im Konzertfach studiert, immer auch berufsbegleitend. Also ich habe den Bachelor auf 5 Jahren aufgeteilt und bin dann ein Jahr in Deutschland auch gewesen beim Studium und konnte da ein bisschen andere Betriebe ansehen, ein bisschen Weitblick von zu Hause auch bekommen, ein bisschen mal raus aus dem Betrieb. Und das ist auch, was ich eigentlich jedem jungen Landwirt eigentlich empfehle, mal ein bisschen die Distanz zum eigenen Betrieb suchen. Mir hat das auch geholfen, ein bisschen klar zu werden, was ich gerne möchte und wohin. Und ja, also ich bin auch froh, dass ich den Betrieb sehr jung übernommen habe. Also habe jetzt das erste Jahr aktiv als Landwirt, als Bauer, wie man bei uns sagt, gearbeitet. Und bin eigentlich froh, weil ich noch wenig abhängig bin von Familie, von verschiedenen anderen Lebensumständen und kann eigentlich mich meinem Babyhof widmen, voll und ganz, und habe enorm Motivation, da was weiterzubringen, mich auch reinzuarbeiten in verschiedene Themen am Hof, wie Bodenerhaltung, auch im Weinberg, das Aufbrechen der Monokulturen, in der Art und Weise zu arbeiten, wo wir im Einklang einfach mit unserem Umfeld leben und es auch tragbar für unsere Umwelt ist, weil mir der Klimawandel wichtig ist und mir auch ein bisschen Angst macht. Und ich da jeden Einzelnen gezwungen fühle, in diese Richtung was zu machen. Also das heißt, regenerative Technik ist bodenaufbauend. Du hast mir erzählt, du wolltest hier ein Agroforstsystem implementieren in den Weinberg. Ich habe eben diese zwei Projekte, also eines der Market Garden, wo ich regenerativ arbeite oder versuche, also es ist immer ein Prozess, dann versuchen wir die Schafe, wo es geht, auch in die verschiedenen landwirtschaftlichen Kulturen einzubinden, um einfach Element Tier auch wieder mehr reinzunehmen, und habe zusammen mit dem Unternehmen Triebwerk ein Agroforstsystem geplant, wir haben eben zusammen ein Agroforstsystem geplant, wo wir in bestehende Anlagen ein Agroforst reinbekommen. Also es ist immer schwierig, in eine bestehende Anlage ein Agroforst reinzunehmen, weil es bringt dir nichts, einen Baum zu pflanzen, der dich alle 5 Minuten beim Bewirtschaften dann stresst oder dir auf die Nerven geht. Der Baum wird sozusagen in die Böschung gepflanzt, ja. Also in diesen Raum hier. Okay. Und weil ich den ja nicht zum Fahren nutze und auch nicht zum Bewirtschaften und gar nichts, der ist einfach da. Ja. Und da kommt der Baum rein. Also er hat ungefähr dann eine Breite von 1 Meter, kann er dann bekommen. Und das ist ja in meiner Lebenszeit relativ unrealistisch, dass die so dick werden. Ja, genau. Und dann werden die aufgeastet, die Wertholzbäume, 6 Meter um den Dreh. Und da habe ich trotzdem noch relativ gute Luftdurchlässigkeit unter den Reben, also für Pilz und so weiter, Pilzdruck, ist wichtig, dass die Luft durchzieht.
eben trotzdem diese Beschattung. Und es sind jetzt auf diesen 2 Hektar sind ungefähr 35 Bäume. Also es ist nicht sehr intensiv. Nicht sehr intensiv, um einfach, wenn es gut funktioniert, das noch nachpflanzen zu können. Okay. Und deshalb haben wir uns da auch sehr viel Gedanken gemacht darüber, wie machen wir das. Und in bestehende Anlagen, die zwischen, sagen wir, 5 und 15 Jahren sind, also die noch relativ lang in Ertrag stehen, pflanzen wir vor allem Wertholzbäume wie Eichen. Ich habe mich da jetzt für die Traubeneiche entschieden. Und das Ziel ist es auch, wenn die Bäume da mal 60 bis 80 Jahre alt sind, erstens mal für die nächsten Generationen auch einen gewissen finanziellen Polster auch zu haben. Und eine Idee von mir wäre, es wäre halt mega cool, wenn man dann irgendwann Eichenfässer daraus machen könnte, wo dann der Wein, der neben dem Baum gewachsen ist, sozusagen dann auch verarbeitet wird. Also da zu weit zu denken. Aber wahrscheinlich werde ich das nicht mehr machen, sondern hoffe, dass es dann auch die nächste Generation gibt, die dann die Möglichkeit hat, daran weiterzuarbeiten. Und es ist auch ein Element, was für mich sehr wichtig ist, um einfach diese Enkeltauglichkeit am Betrieb zu festigen. Und sonst werden eben auch noch Streuobstbäume integriert, vor allem Birnen, wo ich zusammen mit Brennern eine Sorte ausgewählt habe. Für Schnaps, ja. Also hochwertige Brände. Genau, also du willst im Prinzip das Agroforst-System diverser machen, also ich sag mal so die Monokultur aufbrechen, ist richtig, ne? Und genau, also einfach um Biodiversität im Weinberg zu erhöhen. Also im Weinberg würde ich sagen, haben wir sehr eine hohe Biodiversität, weil wir eigentlich keine Herbizide verwenden. Also nur gezielt in 2-jährigen Anlagen, ja. Weil da die Mäharbeiten einfach sehr schwierig werden, weil die Rasel, wie wir sie nennen, also die Jungpflanze der Rebe, sehr empfindlich ist. Ja. Und wir eigentlich alles mit Rückenmähern, also Litzenmähern abmähen, ja. Die Böschung. Und das muss 3-4 Mal im Jahr gemacht werden, um einfach, dass die Rebe Luft bekommt. Und da hilft das Herbizid ein bisschen. Sonst müsste man das alles händisch oder mit Mulch und das wäre ein sehr großer Arbeitsaufwand. Sonst eigentlich verwenden wir im Betrieb kein Herbizid. Also wir mähen alles ab, das Gras. Und dadurch haben wir aber auch viel die Biodiversität. Und zusätzlich haben wir in der Anlage durch die Böschung, durch die Handlage verschiedene Zonen. Wir haben offene Stellen, die für Sekten manchmal sehr wichtig ist oder auch für einjährige Kräuter, auch wie Mohn zum Beispiel. Und man muss halt versuchen, irgendwie das so zu bewirtschaften, dass auch die Pflanzen die Möglichkeit haben, auch Samen abzuwerfen. Und dadurch haben wir relativ hohe Anzahl an krautigen Pflanzen im Weinberg. Trotzdem haben wir auf dem Hektar einfach sehr viel mehr Reben als andere Arten. Und dadurch, durch die Bäume, bringe ich halt noch ein Strukturelement in die Anlage rein. Und zweitens ist für mich die Rebe ja auch Waldrandbewohner sozusagen. Also die wächst ja natürlich an Bäumen hoch. Und ich erhoffe mir da auch verschiedene qualitative Vorteile, weil wir durch den Klimawandel immer mehr Probleme haben mit zu niedrigen Säurewerten. Also durch die Hitze sinken die Säurewerte, frühere Ernten, auch mit Sonnenbrand. Und durch diese Beschattung, durch dieses Mikroklima, das man schafft, erhoffe ich mir auch positive Einflüsse für die Traubenqualität. Und viel Biodiversität ist auch, heißt immer viel Biodiversität oberirdisch, heißt auch immer viel Biodiversität unterirdisch, weil jede Pflanze eigentlich mit ihren eigenen Pilzen, Mikroorganismen in Verbund steht. Und je mehr wir oberirdisch eigentlich verschiedene Pflanzenarten haben, haben wir auch unterirdisch viele verschiedene Mikroorganismen. Und das, finde ich, ist eines der wichtigsten Aspekte im ganzen Kreislauf. Ja. Was mir jetzt hier auffällt, hier ist ja alles bewachsen, also unten. Ja. Ich kenne das eigentlich so, dass dann zum Beispiel auch aus dem Obstbau, dass unten frei, also dass es quasi Wurzelschnitt gibt und unten der Boden frei gehalten wird. Ist das hier nicht so? Also bei uns ist einmal die Grasnarbe sehr wichtig, dass wir eine konstante Befahrbarkeit haben, weil wir ja durch die
Pilzkrankheiten eigentlich in die Anlage mit Pflanzenschutz müssen, wenn es geregnet hat, die Böden nass sind und durch das Gras hast du eigentlich eine gute Befahrbarkeit, auch wenn es viel regnet. Und deshalb ist vor allem dieser Bewuchs sehr wichtig. Und wir diskutieren immer wieder mit Berufskollegen, weil diese Konstante, dass das konstant bewachsen ist, gibt es seit ungefähr 30, 40 Jahren. Und die Grasnarbe um die Rebe wird sehr dicht. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass die Rebe nicht abgeschnürt wird. Und deshalb finde ich, wäre es nur sinnvoll, dass man eben, wie wir das früher gemacht haben, dieses Einpflügen der Stöcke und wieder rauspflügen, dass man das hin und wieder mal machen würde. Aber sonst finde ich die Bewurzelung, diese konstante Bewurzelung einfach wichtig, dass der Boden geschützt ist vor Erosion, Wind, Wasser, vor allem im Hang. Weil wenn wir das offen halten würden, meine Großeltern erzählen immer, die hatten alles offen. Und da mussten sie unter der Rebzahl noch einen Graben haben, dass sozusagen das Material, das dann angeschwemmt wurde, dass es nicht weggelaufen ist. Also einfach Erosionsschutz ist sehr wichtig und für den Boden auch einfach positiv. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe von Wein leider wenig Ahnung. Und also kann ich jetzt bei mir einfach mir eine Sorte aussuchen und Wein pflanzen? Oder also was muss ich beachten? Jetzt so eine ganz kurze Weinbaukunde finde ich toll. Also generell ist es sehr komplex. Also ich glaube, okay. Praktiker könnten da stundenweise über diese Sortenlagen-Diskussion sprechen. Okay, für 3 Minuten hast du. Ja. Nee, also kurz ist es wichtig, die richtige Sorte für den richtigen Standort auszuwählen. Weil wir pflanzen eine Anlage für 40, 50 Jahre. Okay. Ja. Also man muss beachten, was ist in Zukunft marktfähig schon mal. Also das ist für dich, für den Betrieb wichtig, ökonomisch gesehen. Und was passt zu dem Standort? Sei es, wie resistent ist eine Sorte, wie anfällig für gewisse Krankheiten, hat sie lieber durchlässige Böden, wie ist das Wachstum auf wuchtigen Böden, wie ist das Wachstum auf sandigen Böden. Wir hatten erst letztens eine Verkostung, wo wir eine Sorte von 4 verschiedenen Böden probiert haben und die schmecken immer anders. Tatsächlich? Ja. Und die Rebe kann sehr tiefgrünig werden, aber nicht jeder Boden ist sehr tiefgrünig. Es gibt zum Beispiel eine autochthone Sorte wie Lagrein, die brauchen gewissen Boden und der Sauvignon Blanc braucht einen gewissen Boden. Also wenn es da zu fett ist, dann wächst diese Sorte vielleicht zu viel und ihre Energie geht nicht in die Trauben, andere brauchen weniger Wachstum, andere, ja, also es ist wirklich ein Unterschied, weil jede Sorte andere Eigenschaften eigentlich mitbringt. Und dann ist noch die Lage. Also wir sind hier in einer, würde ich jetzt sagen, ziemlich Südlage. Also die ist eigentlich, der Hang ist nach Süden ausgerichtet. Und dadurch ist die Sonneneinstrahlung einfach, ist dann schon wichtig für die Trauben, dass man genug Sonneneinstrahlung hat. Und auch nicht jede Sorte ist zum Beispiel für diese südexponierten Lagen geeignet. Zum Beispiel Blauburgunder pflanzt man bei uns hier in dieser Gegend oder generell in Südtirol schon mehr auf der sonnenabgewandten Talseite, wo vielleicht weniger Morgensonne ist, aber mehr Abendsonne, weil die Weine sonst sehr marmeladig werden. Also es hat wirklich sehr viel Einfluss, wie danach der Wein schmeckt. Okay. Es gibt auch vom FIBL, vom Schweizer Institut für Biolandwirtschaft, gibt es ein paar Videos, wo sie über Weinberg und Weinbergs Biodiversität auch sprechen. Aber sonst habe ich da einfach mehr Wissen über Kurse, und weil die Materie bei uns im Land sehr präsent ist und man sich eigentlich sehr gut informieren kann. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte einmal Daumen hoch, die Glocke läuten und das Video mit deinen Freunden teilen. Vielen Dank. Ciao, ciao.